Moin zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wenn bei euch eines Morgens ein fluchender Paketbote vor der Haustür steht, ja, dann kann es bedeuten, dass ihr gerade die Anker Solix Solarbank 2 Pro geliefert bekommt. Denn das sind doch recht schwere Kisten und ich habe hier ganze 4 von diesen Kisten. Das Ganze ist natürlich einmal die Solarbank und 3 Speichermodule, also als Erweiterungsspeicher, sodass ich hier insgesamt auf 6,4 Kilowattstunden Speicherkapazität komme. Das Ganze ist ja ein Speicher für Balkonkraftwerke und jetzt sagt ihr, was? 6,4 Kilowattstunden? Das ist doch für ein Balkonkraftwerk vielleicht ein bisschen überdimensioniert. Möglicherweise habt ihr recht, aber möglicherweise auch nicht, denn ich habe natürlich einen bestimmten Anwendungsfall und das erzähle ich euch heute auch im Laufe des Videos. Wir testen also die Anker Solix Solarbank 2 Pro heute. Wir bauen das ganze System auf, schauen es uns an, wie leicht es zu integrieren ist. Ich habe ja schon ein bestehendes Dualsystem hier, also 4 Panels mit insgesamt 1780 Watt Peak. Die liegen hier auf meiner Garage. Und das ursprüngliche System, das werde ich natürlich dann austauschen gegen die Solarbank 2 hier. Und dann schauen wir uns das Ganze an und wir testen es natürlich. Und dabei ist natürlich auch ein Smart Meter, mit dem dann am Ende eine richtige Nulleinspeisung möglich ist. Ja, all das schauen wir uns heute an. Das wird mit Sicherheit ein spannendes Video, also unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. So, jetzt haben wir das Ganze mal ausgepackt. Und was ist denn jetzt eigentlich hier alles im Paket? Zum einen ist da natürlich die Solarbank selbst, Solarbank 2 Pro. Das für sich genommen ist schon mal ein Speicher mit 1600 Wattstunden, also 1,6 Kilowattstunden. Könnte für euer kleines Balkonkraftwerk so als Einzelgerät eigentlich auch schon reichen. Ich habe jetzt noch 3 Erweiterungsbatterien, auch mit jeweils 1600 Wattstunden, macht zusammen eben 6,4 Kilowattstunden. So, was ist noch dabei? Wir haben hier jede Menge MC4-Kabel. Das ist natürlich zum Anschluss der Panels. Bis zu 4 Panels können eben hier angeschlossen werden. Das heißt, wir haben hier 8 Kabel, sind jeweils 3 Meter lang. Ich persönlich brauche die jetzt nicht, weil bei mir liegt die Anlage, also die Panels liegen ja schon auf dem Garagendach. Die Verdrahtung ist bis in die Garage geführt und da brauche ich jetzt diese Kabel momentan nicht. Dann haben wir hier interessanterweise einen Schuko-Stecker, also ein Netzkabel, welches direkt an die Solarbank 2 angeschlossen werden kann, denn wir brauchen keinen zusätzlichen Wechselrichter mehr, denn der ist hier nämlich schon drin. Und dieser Wechselrichter, der hat sogar 4 MPPT-Tracker, das heißt, wir können hier 4 Solarpanels einzeln anschließen und die können auch unterschiedlich ausgerichtet sein, sodass ihr auf dem Dach sie nach Süden, Osten, Westen, sonst wohin ausrichten könnt, jedes Panel einzeln, um den maximalen Solarertrag zu bekommen. Und die maximale Eingangsleistung hier von der Solarbank 2, die beträgt 2400 Watt. Also theoretisch könnte jedes Panel 600 Watt liefern. Aber ihr wisst ja, Solarpaket 1, die maximale Eingangsleistung von so einem Balkonkraftwerk darf 2000 Watt nicht überschreiten. Und der VDE, der arbeitet ja auch gerade an einer Richtlinie und die sagt sogar nur 960 Watt. Ob das jetzt wirklich so kommt beim VDE, das muss man nochmal abwarten. Gut, was haben wir noch? Wir haben noch ein paar Winkel, um das ganze Ding hier an die Wand zu schrauben. Wenn das nicht auf so einem Stapel aufgetürmt ist, könnte es möglicherweise ein bisschen kopflastig werden. Das kann man dann mit so Stahlwinkeln verhindern und fixieren. Ein paar Kabelbinder sind dabei und die entsprechenden Schrauben für die Stahlwinkel. Dazu natürlich noch eine Gebrauchsanweisung, wobei das ganze Ding ist relativ selbsterklärend, muss man wahrscheinlich gar nicht benutzen. Ein Werkzeug für die MC4-Stecker ist natürlich dabei, um die wieder zu lösen. Also alles super. Und natürlich am Ende das Smart Meter, womit wir dann im Zählerkasten den tatsächlichen Verbrauch messen können, um das an die Solarbank 2 zu übermitteln, damit auch nur das eingespeist wird in euer Haus, was ihr gerade aktuell verbraucht. Natürlich nur maximal bis 800 Watt. Ja, und die Erweiterungsakkus selbst, die sind, wie ihr seht, stapelbar. Das heißt, die haben hier unten so ein paar Gumminoppen, die muss man dann abziehen und dann kann man die Akkus übereinander stellen. Das mache ich mal mit dem letzten hier. So. Und ganz oben, da kommt dann die Solarbank 2 drauf, sodass man dann so einen Turm hat. Und ihr könnt es quasi ja, konfigurieren, wie ihr wollt. Ihr könnt klein anfangen mit einer Solarbank. Und wenn ihr meint, ihr braucht mehr Speicher, könnt ihr nach und nach immer mehr Module dazu kaufen. Ihr könnt bis zu 5 Erweiterungsmodule draufstecken, sodass ihr am Ende 9,6 Kilowattstunden hättet. Ob das jetzt für euer Balkonkraftwerk wirklich eine sinnvolle Anwendung ist, das müsst ihr halt selbst entscheiden. Für mich sind diese 6,4 Kilowattstunden durchaus sinnvoll. Und der Clou bei dem Ganzen ist für mich jetzt auch, dass das Ganze nicht nur ins Haus einspeisen kann, sondern es ist auch notstromfähig, denn die Solarbank hat hier hinten nämlich noch einen Schuko-Ausgang.
also eine normale Schuko-Steckdose mit bis zu 1000 Watt. Also das heißt, wenn der Akku voll ist, kann ich hier Elektrogeräte anschließen und dann die betreiben, ohne dass ein Netz vorhanden sein muss. Ihr könnt dann sogar theoretisch diese Solarbank 2 als Powerbank benutzen. Das heißt, wenn die voll ist, könnt ihr sie für unterwegs mitnehmen und hier Strom zapfen. Ihr könnt sie dann halt nur nicht laden. Das heißt, das wäre noch das Einzige, was mir fehlen würde, dass man das ganze System auch noch über die Steckdose aufladen könnte. Das heißt, nicht nur über Solarpanels, sondern auch über die Steckdose. Das heißt, wenn Strom zum Beispiel besonders günstig ist, in die Akkus pumpen und dann halt wieder verbrauchen, wenn er teuer ist. Das fehlt mir hier noch, aber Anker hört ja immer zu. Und vielleicht kommt das ja in der nächsten Version. Das fände ich wirklich klasse. So, aber hier draußen nützen mir die Akkus nichts. Deswegen schaffe ich die jetzt mal in die Garage und dann schließen wir das ganze System mal an. So Leute, die Akkus stehen. Ich habe sie wie immer in meiner Garage aufgebaut. Ihr kennt das ja vielleicht schon. Das hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert. Die sind schön sauber übereinander gestapelt, stehen auf den Steinen. Die Kabel sind ordentlich verlegt. Das hat wirklich am längsten gedauert von allen. Schuko-Stecker steckt und jetzt könnte man das Ganze mit der Anker-App und dem Handy eigentlich einrichten, mit dem WLAN verbinden und dann loslegen. Vorher aber vielleicht noch ein, zwei Worte zu den Akkus hier. Es gibt ja immer so ein bisschen Bedenken, Haltbarkeit von Lithium-Ionen-Akkus. Ja, wie lange hält denn so eine Anlage, gerade bei der Investition hier? Und Anker geht hier auf Nummer sicher. Die verbauen nämlich LFP-Akkus, Lithium-Eisen-Phosphat, und die haben eine sehr lange Haltbarkeit. Anker spricht hier von 6000 Ladezyklen, das heißt 6000 Mal von 0 bis 100% B- und Entladen. Das würde in der Praxis bedeuten, Mindesthaltbarkeit 15 Jahre, bis sie unter 70% fallen. Und Anker bietet aber auch selber eine Garantie von 10 Jahren auf die Akkus. Das heißt, wenn in den ersten 10 Jahren irgendwas damit ist, ja, dann habt ihr auf jeden Fall Garantie. Und es ist so, dass diese Anlage übrigens auch im Winter betrieben werden kann. Bisher war es ja so, bei Kälte, ja, da sollte man so Speicher für ein Balkonkraftwerk vielleicht lieber reinholen. Hier ist es so, dass in der Solarbank 2 und in den Erweiterungsakkus Heizelemente integriert sind. Das heißt, die Akkus können nicht einfrieren. Also auch bei minus 20 Grad kann man die Anlage noch betreiben. Das heißt, beladen und entladen. Also auch im Winter sorgenfreies Arbeiten dieser Anlage auf eurem Balkon. Aber was will man mehr? Also bei mir hier in der Garage, da ist es im Winter eher nicht so kalt. Also vielleicht fallen wir hier mal ganz knapp unter Null. Aber das war es dann auch schon. Das heißt, da würde ich mir persönlich hier sowieso keine Sorgen machen. Aber auch auf eurem Balkon, da sollte das alles auch im Winter für euch kein Problem sein. So, das sind meine vier Panels. Das sind Anker IBC Panels, je 445 Watt, macht zusammen 1780 Watt Peak. Die vier Panels, die sind jetzt nach Südwesten ausgerichtet, liefern im Prinzip von morgens früh bis später Nachmittag Ertrag. Und dadurch, dass ich jetzt vier MPPT-Tracker habe, ist es auch eigentlich egal, ob die sich gerade auch im Winter, wenn die Sonne sehr tief steht, hier so ein bisschen verschatten. Dann hat nämlich jedes einzelne Panel seinen eigenen Anschluss und kann so das Maximum an Ertrag liefern. Das Besondere an diesen Panels ist, dass sie einen sehr hohen Wirkungsgrad haben, denn ihr seht ja, sie sind komplett schwarz. Das heißt, diese silbernen Mittelstege, die sind auf der Rückseite aufgebracht. Das heißt, diese gesamte effektive Fläche der Siliziumfelder, die ist ein bisschen größer als bei handelsüblichen Panels und deswegen liefern die eben so einen hohen Ertrag. Ja, und jetzt könnten wir eigentlich mal die Anlage konfigurieren. Das geht über die Anker-App. Die müsst ihr euch natürlich vorher runterladen. Dazu gibt es hier auch einen QR-Code in der Bedienungsanleitung. Dann besorgt ihr euch einen Anker-Account. Damit loggt ihr euch dann in die App ein. Dann verbindet ihr euch mit eurem WLAN. Dann gibt es wahrscheinlich das übliche Firmware-Update hier für die Anlage. Ist eigentlich fast immer so. Ja, dann wird das Gerät hinzugefügt, es verbindet sich, alles ist mehr oder weniger selbsterklärend über die App. Das dauert vielleicht 5 bis 10 Minuten, die ganze Einrichtung. Und dann bleibt nur noch die Modusauswahl. Solange ihr das Smart Meter noch nicht installiert habt, was ich ja auch noch nicht habe, da bleibt euch nur eigentlich der benutzerdefinierte Modus. Damit könnt ihr Stunden oder Halbstunden genau für jeden Tag die Ausgangsleistung hier vom System in euer Haus festlegen. Das heißt, wenn ihr eure Grundlast kennt, dann könnt ihr die ziemlich genau schon mal vorgeben, was so eingespeist wird. Das ist natürlich nicht wirklich genau, weil wenn es Schwankungen sind, darauf kann das System dann nicht reagieren. Und dazu dient natürlich das Smart Meter. Darum kümmern wir uns gleich. Aber jetzt kommen wir mal zu der Frage, warum habe ich mir jetzt überhaupt hier 6,4 Kilowattstunden hingestellt und wozu brauche ich jetzt eigentlich diese Steckdose hier als Ausgang? Ja, und das zeige ich euch jetzt. Ich kann damit zum Beispiel mein E-Auto laden. Natürlich muss ich die Ladeleistung auf maximal 1000 Watt einstellen. Mit den 6 Kilowattstunden komme ich ungefähr 30 Kilometer. Das entspricht der durchschnittlichen täglichen Fahrstrecke in Deutschland.
Normalerweise benutze ich die Steckdose natürlich eher für Haushaltsgeräte oder für Gartengeräte, die ich mit dem Akku natürlich prima aufladen kann. So, darf ich vorstellen, das ist mein Zählerschrank und das ist das Smart Meter für die Ankersolix Solarbank 2 Pro. Das Smart Meter muss jetzt hier eingebaut werden, dazu auch hier diese Stromabnehmer für die drei Phasen L1, L2, L3. Das mache ich natürlich nicht selber, sondern das sollte man immer durch einen Fachbetrieb durchführen lassen, also sprich Elektriker. Mal gucken, mal sehen, wann mein Elektriker Zeit hat. Da will ich den mal eben kurz mal anrufen. Mal gucken. Ja, moin. Können Sie mir vielleicht kurzfristig in meinen Zählerschrank ein kleines Smart Meter einbauen? Was? 3 Wochen? Tja, Leute, das mit dem Elektriker und dem Smart Meter, das dauert noch 3 Wochen. Also ehrlich gesagt, so lange will ich jetzt nicht warten. Das heißt, ich mache noch ein zweites Video, wo ich euch zeige, wie das Smart Meter installiert wird und wie das Ganze dann damit funktioniert. Wahrscheinlich mache ich sogar auch noch einen Langzeittest. Jetzt im Moment habe ich ein paar Tage schon mit der Anlage gearbeitet und ich muss sagen, also es gefällt mir ausgesprochen gut. Und die Vorteile gegenüber dem vorherigen System sind eben auch gerade die, dass selbst dann, wenn abends nur ganz wenig Solarertrag noch kommt, die Akkus jetzt schon anfangen ins Haus einzuspeisen. Und zwar genau exakt den Wert, den ich in der benutzerdefinierten Einstellungen vorgegeben habe. Das war bei der Vorgängeranlage eben nicht so. Das heißt, selbst wenn die Solarpanels vom Dach noch 10 Watt abends geliefert haben in der Dämmerung und ich wollte eigentlich 300 Watt im Haus haben, haben die Akkus nichts eingespeist, sondern es gingen die 10 Watt von den Solarpanels ins Haus, weil die einfach priorisiert wurden. Und das ist jetzt hier endlich vorbei. Und überhaupt, das gesamte System, die gesamte App, die reagiert jetzt fast in Echtzeit. Also hat es mit dem anderen System noch bis zu 5 Minuten gedauert, bis man in der App irgendwas gesehen hat, wenn ich was verstellt habe. So ist es jetzt so, ich stelle irgendeinen Wert ein, irgendeine Leistung zum Beispiel, die ins Haus gehen soll und keine 10 Sekunden später, ja, da ist es auch schon da, man sieht es in der App und ich sehe es auch hier in meinem WLAN-Schalter, da habe ich auch eine kleine Leistungsmessung drin. Ja, perfekt, so muss das sein. Und wie gesagt, ich bin gespannt auf meine Langzeiterfahrungen und ihr dürft auch gespannt sein auf das Video mit dem Smart Meter, weil dann wird es natürlich erst richtig interessant, wenn ich wirklich nur genau den Verbrauch, den mein Haus anfordert, hier aus den Akkus quasi in Echtzeit einspeisen kann. So, im Moment arbeite ich halt noch mit den benutzerdefinierten, voreingestellten Werten für meine Grundlast. Das kenne ich ja ungefähr, kann ich ja halbstunden genau dosieren. Im Moment reicht das für mich, aber langfristig ist das mit dem Smart Meter natürlich die genialste Lösung überhaupt. So, dann soll es das gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich finde die Anlage super interessant und wenn es euch interessiert, hier unten in der Videobeschreibung habe ich natürlich den Link für euch. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.